Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Inner World. Am Ende der letzten Folge haben wir hier diese Arme gefunden und an ihnen dran hängt ein Meisterschneider. Ihn wollen wir nun befragen, ob er uns vielleicht ein Leibchen für das Baby nähen kann. Und hier sind unsere Gesprächsoptionen. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los und lassen uns voll quatschen. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Wo bekomme ich nur das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Oh, das heißt, das Baby darf es quasi gar nicht tragen. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Wo sind denn eure Nadeln? Ach, keine Ahnung. Stricken ist eine Leidenschaft, verstehst du? Im Eifer des Geflechts sind mir schon so manche Dinge abhanden gekommen. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmusterfachgeschäft in der Sturmallee, aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Ganz schön arrogant, der Typ. Ah, wir können noch mal über das Leibchen quatschen. Ach so, da komme ich wieder zu den Gesprächsoptionen. Ist okay. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Okay. Ah, da kommen wir wieder zurück. Hier oben habe ich jetzt nichts. Dann gehen wir mal hier ein Stückchen höher. Oh, die Wache ist ja süß. Gucken wir uns erstmal das Plakat an. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Okay, die Lunchbox sieht doch interessant aus. Schöne Lunchbox. Passt bestimmt gut in meine Sammlung der Gegenstände, die ich irgendwann mal gebrauchen kann. Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur die... Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox. Schon gut, tut mir leid. Aber du scheinst unser nächster Gesprächspartner zu werden. Die herrschaftliche Brunnenwache. Die Elite Asposiens macht gerade Frühstückspause. Hallo? Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Oh, so viele Gesprächsthemen. Dann fangen wir direkt am Anfang an. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Eine perfekte Wache. Dem würde ich mein Leben anvertrauen. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Was tust du denn, wenn die Basilien aus dem Brunnen kommen? Dann nehme ich das offiziell zur Kenntnis. Und dann? Was dann? Conroy. Weiß Conroy, dass du... Conroy? Wo? Ist der hier?
Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy? Wo? Er wird ja richtig nervös. Du bist also eine offizielle Wache Conroys? Jawohl. Ausgebildet, um die Bürger Asposiens zu schützen. Und wie? Ich werfe sie ins Gefängnis, damit die Basilen sie nicht kriegen. So. Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Was werdet ihr denn tun, wenn die Basilen euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Ja doch, weil dann können sie dich nicht versteinern. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Zumal er erzählt was von an guten Tagen. Er hat doch erst seinen zweiten Tag. Naja. Was haben wir denn da? Ein Syndomat. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was tut denn so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Was genau macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Ach ja? Ja. Wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld. Jetzt stellt euch mal vor... Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Also stellt euch mal vor, wie die Nadel ausschlägt, wenn wir... einfach mal erzählen, dass wir Müll gekauft haben oder geschenkt bekommen. Wobei, Geschenke sind ja keine Sünde, oder? Ich weiß es nicht. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Nenne deine Sünde. Oh. Okay. Was haben wir da? Keine Sünde? Kleine Sünde? Wache voll gequatscht. Fangen wir hiermit an. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Okay. Das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Na gut. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und büße. Was? Mhm. Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Sieh die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet,
Klebt ihr eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. Oh Mann, aber das war's doch schon, so viel kleinen Sünden hat er gar nicht. Und mal schauen, was jetzt passiert. Ich habe die Wache vollgequatscht. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, iss eine Handvoll Staub und büße. Bäh, das werde ich nicht tun. Ja, irgendwie. Der bringt's nicht so ganz, dieser Sündenautomat. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Ja, aber eine hübsche Spielerei. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. Ja, das trifft schon irgendwie. Oh, was haben wir denn da? Ah, okay. Jetzt sehe ich endlich was. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Ich habe hier auch eben gesehen, da gibt es ein Fragezeichen. Vielleicht sind das irgendwelche Hilfen oder so. Oh, das Ausgabefach. Das Fach ist geschlossen. Oh, dann mache ich es mal auf. Vielleicht können wir dann irgendwas Nenne machen. Deine Sünde. So eine kleine, gar keine Sünde. Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ich schätze, ich gehe. Nenne. Nein, ja. Nenne. Ich gehe jetzt da. Nenne. Okay. Ich frage mich, wie Minzbonbons uns von unseren Sünden erlösen sollen. Kann ich das anfassen? Ja. Okay. So. Dann schauen wir uns doch einmal hier hinten noch um. Im Eingang. Oder kommen wir da nicht durch? Ah, wir kommen höher. Oh, wieder ein Phosphos. Fangen wir mit dem Conroy-Kopf an. Der gute Hirte Asposiens. Der Name war Conroys Idee. Da ist ein Flugblatt erschienen oder war das schon vorher da? Zu groß, zu schwer, zu kantig. Komm nochmal, Flugblatt. Habe ich es jetzt für immer verpasst? Nee, da kommt noch eins. Erstmal anschauen. Conroys praktische Tipps und Ratschläge im Falle eines Basilenangriffs. Oh nein, es reißt schon wieder ab. Dann betrachten wir erstmal das Phosphos, bis das Phosphos. Nächste da ist. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Ich hätte auch gerne eins. Die sind so süß. Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. So. Supi. Das schauen wir uns doch mal näher an. Conroy Rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs. Oder? Versteinert. Was nun? Ach, das kenne ich schon auswendig. Können wir noch eins mitnehmen? Eins reicht. Na gut. Da ist noch ein Windrad. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Das brauche ich nicht. Können wir sonst noch was von hier... Ah, ein Ausblick. Also der Ausblick. Wow, der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Asposien gucken. Was soll ich damit machen? Einen Ausblick genießt man einfach. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Und mal sehen, wo könnten wir denn als nächstes hin? Wahrscheinlich müssen wir wieder zur Bargasse und von da aus woanders hin. Aber vielleicht hat sie noch irgendwelche Vorschläge. Das wäre ja eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Ich rede nochmal mit ihr, weil ach, es war du noch nicht alles grau hinterlegt. Und? Hast du mein Leibchen? Noch nicht. Dann weiß ich auch nicht, wo sich das Mädchen befindet. Okay. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist? Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Aha, weiterhin besteht sie auf das Leibchen. Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Oh. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilen ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke.
Es ist ein Mädchen. Die arme Kleine. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Ah, wir können noch weiter über das Leibchen reden. Muss es wirklich aus echtem Erdbeergarn sein? Ich bin mir sicher, dass man mit guter, alter Wolle auch ein schönes Leibchen schneidern kann. Wie bitte? Entschuldige, ich habe dich über das Zittern meines Kindes nicht richtig gehört. Die will das eh nur verscherbeln. Ich sehe das schon. Ich habe das Leibchen immer noch nicht. Was willst du dann hier? Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Mir kam eben die Idee, ob die Conroy-Puppe vielleicht Erdbeergarn um sich hat. Oder ob wir ihn tatsächlich irgendwie, also den Mönch irgendwie dazu bringen, seine Kutte aufs Spiel zu setzen. Aber wir schauen einmal, woher wir das Erdbeergarn und auch die Stricknadeln und das Muster bekommen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann!